Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser letzten Veranstaltung des Regionalforums Münchens im Format eines Powerlunches wieder. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zu dieser letzten vorweihnachtlichen Veranstaltung unsere Direktorin der DGRP, Frau Catherine Klüger-Ashbrook, als Gast bei uns auf dem Panel haben. Sie alle haben sie ja natürlich schon auf der Mitgliederversammlung gesehen und sprechen hören, aber ich glaube, gerade so ein Powerlunch eignet sich doch ein bisschen besser noch, um in die Tiefe zu gehen, etwas mehr auch über inhaltliche Themen zu sprechen. Und wir haben uns für heute auch vorgenommen, als Thema die Frage Future of Diplomacy zu besprechen. Also Frau Klüver, herzlichen Dank erstmal, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Sehr, sehr gerne, Herr Schwarz. Viele Grüße an all die, die jetzt wirklich aus München zuschalten. Ich weiß aber sehr wohl, dass auch andere Mitglieder aus anderen Teilen unserer Regionalstruktur dabei sind. Ich möchte besonders grüßen natürlich den Direktor Emeritus Karl Kaiser, der heute Morgen sehr früh aufgestanden ist in New Hampshire, um sich in diesen Kreis dazu zu gesellen. Also herzliche Grüße an Sie alle. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wunderbar. Und ich glaube, wir gehen auch gleich rein. Wir wollen ungefähr so 30, 35 Minuten unterschiedliche Themenbereiche aus diesem Bereich Future of Diplomacy beleuchten, aber dann Ihnen natürlich auch die Gelegenheit für Fragen geben. Und deshalb haben wir das aufgeteilt in unterschiedliche Felder. Fangen wir doch einfach mal an so mit diesen geopolitischen Fragen, Future of Diplomacy. Was sind eigentlich die neuen Herausforderungen? Gibt es neue Konzepte aus Ihrer Sicht, Frau Düver? Sie haben da ja auch lange in den USA zu geforscht. Können Sie uns da so ein bisschen Ihre Einschätzung geben? Also erstes Mal ist natürlich das, was mich nachts nicht schlafen lässt, und vielleicht geht es Ihnen da ähnlich, die große Bedrohung durch simultane Herausforderung. Also diese große Simultaneität, wie wir sie jetzt sehen. Ne? Die Möglichkeit, sowohl kinetisch, militärisch, gerade das Großmächteringen auf eine Spitze zu treiben und aber zeitgleich, und das ist eben, glaube ich, die große Herausforderung für die internationalen Organisationen, wie wir sie kennen, also da sind wir bei Future of Diplomacy und für einzelne Außenministerien, dann zeitgleich mit diesem neuen Bedrohungspotenzial durch hybride Herausforderungen umzugehen. Und die Tatsache, dass es Gleichzeitigkeiten geben könnte. Also wir überlegen mal, was in den letzten paar Wochen passiert ist. Wir sehen einerseits den Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze der russischen Truppen, fast 100.000, mit unterschiedlichen Begründungen von Herrn Putin. Aber natürlich nächtlich herangeschafftes, schweres Gerät, das lässt natürlich schon aufmerken. Und umgekehrt natürlich die verschiedenen hybriden Attacken, die ein Herr Putin nicht nur im Sinne der Zusammenarbeit in Anführungszeichen mit dem belarussischen Diktator Lukaschenko auf Europa wallen lässt im Sinne des Migrationsstromes, also zu gucken, wo sind wirklich die Vulnerabilitäten, wo ist Europa verletzlich? Also diese taktische Ausnutzung einerseits, ne, was man als kinetische Bedrohung bezeichnet, also wirklich militärische Hardware, wenn man so möchte, an den Grenzregionen, um quasi da nochmal Präsenz zu zeigen und bestimmte, da können wir im Detail vielleicht noch drüber reden, Dinge zu erreichen. Und andererseits eben das Arbeiten mit hybriden Bedrohungen, ob das im Cyberbereich ist oder im Bereich der künstlichen Intelligenz. Also da nutzen viele Daten, um umgekehrt möglichst viel Schaden andererseits zu erzeugen und eben diese militärischen Bedrohungen. Und wir sehen das genauso, wie China nutzt, um einerseits 150 Flüge in den taiwanischen Luftraum zu bringen und umgekehrt Miss- und Desinformationen zu streuen, beziehungsweise sich in ihrer Diplomatie, in dieser, wie man es jetzt nennt, wolfkriegerischen Wolf-Warrior-Diplomacy aufzuführen und die Diaspora-Communities zu nutzen. Also eine ganz neue strategische Verknüpfung von verschiedenen Elementen in der internationalen Politik. Und die Frage dann im Sinne der Future of Diplomacy ist, wie sind eigentlich unsere Außenministerien und überhaupt unsere Ministerien auf solche Gleichzeitigkeiten vorbereitet? Oder sind wir auf diese Gleichzeitigkeiten? Das wäre genau meine Anschlussfrage gewesen. Diplomatie verknüpft man ja immer mit dem Außenministerium.
Was bedeutet das? Wie machen es andere Länder? Müssen wir etwas anders machen? Müssen wir eine stärkere Vernetzung machen? Weil die drei Elemente, die Sie gesagt haben, also Hardware wäre ja Verteidigungsministerium, wenn ich es jetzt mal so Ministerien zuordne. Diese ganze Thematik hybride Kriegsführung, also Einbindung von wirtschaftlichen Zwangssituationen, ist ja mehr Wirtschaft, Finanzen vielleicht noch irgendwo. Und dann haben wir natürlich ein großes Kommunikationselement dabei. Also wie sind da denn die einzelnen Bereiche mittlerweile vernetzt und was für organisatorische Veränderungen sehen Sie denn dort? Also in der Bundesrepublik Deutschland leider unzureichend. Also wenn wir eine Schulnote verteilen müssten, wäre es vielleicht eine 4-. Oder also die Intention ist anders und neu zu machen, ist da. Die praktische Umsetzung leider noch nicht. Und ich glaube, Sarah Bernardi war angekündigt für dieses Gespräch vom Planungsstab. Ich weiß, der Planungsstab macht sich innerhalb des AASA sehr große Gedanken darüber. Zu diesem, man nennt es jetzt der vernetzte Ansatz. Wir haben, und das werden viele von Ihnen gelesen haben, als Teil eines Projekts unterstützt von der Mercator-Stiftung, der Ideenwerkstatt, vielleicht haben das einige Kollegen hier gelesen, gesagt, wir bräuchten im deutschen Kontext natürlich vielleicht keinen nationalen Sicherheitsrat, aber das wäre so eine Variante der Lösung, bestimmte Bereiche vorausschauend zusammenzuziehen und wirklich in eine vernetzte strategische Planung zu gehen, was Großprobleme, also absehbare, nicht zu sprechen von den Grey Rhinos, wie zum Beispiel Pandemien, aber auch sowas muss natürlich jetzt quasi auf dem Zettel einer strategischen Planung stehen, zusammenzuziehen. Wir haben in dem Ideenwerkstattpapier plädiert für die Aufwertung der Arbeit, die die Bundesakademie Sicherheit macht, beziehungsweise unser Bundessicherheitsdienst, also beziehungsweise unsere schon existierenden Gremien aufzuwerten, nämlich durch, und das ist eben auch Teil des vernetzten Ansatzes, es kann nicht nur Ministerienexpertise zusammengezogen werden. Das wäre schon mal der erste Schritt. Das müsste konsequenter geschehen und das will eine neue Bundesregierung ja auch. So steht es im Koalitionsvertrag drin. Aber um, glaube ich, genau diese Probleme besser erfassen zu können, braucht es eben auch andere Akteure, andere Stimmen. Sie haben die Wirtschaft angesprochen, zum Beispiel im Kontext der ganz großen Cyberattacken global, wie wir sie gesehen haben über die letzten paar Monate, war Microsoft zum Beispiel viel schneller als die amerikanischen Heimdienste, auch in der Unterbindung der verschiedenen Attacken global. Und das heißt, und General Mattis, der frühere amerikanische Verteidigungsminister, der vor kurzem hier in Berlin war und zum Gespräch bereitstand, der sagte umgekehrt auch über die Amerikaner, am besten hätte er die nationale Sicherheitsstrategie nochmal im Silicon Valley und an der Wall Street positioniert. Also wir sagen, zum vernetzten Ansatz wirklich gehören jetzt nicht nur eine bessere Durchlässigkeit unter Ministerien, beispielsweise eben der Bundesregierung oder das, was jetzt angedacht wird, sondern eben auch das konsequente Hereinholen in das Gespräch, in die Zusammenarbeit, wiederum andere Akteure, die helfen können, genau eine solche strategische Vorausschau zu leisten, damit man auch quasi, und das sind ganz alte Strategien der Amerikaner, wenn man auch so will, Red Team, Blue Team mäßig ausspielen kann, was es für strategische Gefährdungen geben könnte. Also dass man noch viel mehr quasi am altgedienten Reißbrett arbeitet. Und dafür muss man Ministerialstrukturen verändern, Prozesse verändern und eine Durchlässigkeit schaffen, die kulturell jedenfalls in unserem Kontext eher schwierig ist, aber die es, glaube ich, angesichts der Sicherheitslage bedarf. Jetzt formiert sich ja schon eine neue Bundesregierung. Wir werden ja nachher nochmal über die Akteure sprechen, aber vielleicht rein strukturell, wenn Sie so in den Koalitionsvertrag schauen und sich die Akteure anschauen, glauben Sie, dass da auch ein Plan, ein Wille zu dieser Veränderung ist? Gibt es da schon Ansätze, die Sie sehen? Worauf müssen wir uns da einstellen? Also ich glaube, wir sehen es am stärksten natürlich in dieser Verquickung zwischen Klima und Wirtschaft. Und also in diesem Ministerium, was Robert Habeck vorstehen soll, dass da ganz klar Stränge zusammengezogen werden, die unterstreichen, dass um auch zum Beispiel den europäischen Zielen gerecht zu werden, dem European Green Deal, da geht es nämlich ja nicht nur um eine Hebelumlegung
zu nachhaltigem Energieverbrauch und nachhaltigem Energienutzen, sondern da werden komplette Wirtschaftsbereiche umgebaut werden müssen. Und das wird die entsprechenden gesellschaftlichen Auswirkungen haben. Aber das wird eben auch geopolitische Auswirkungen haben. Denken wir daran, wie Russland zum Beispiel ja gerade am Gashahn spielt, um zu erzwingen, in Anführungszeichen, dass der Nord Stream 2-Prozess schneller vorankommt. Ich will sagen, das ist eine gute, also meiner Meinung nach, diese Zusammenführung quasi dieser beiden Bereiche ist der richtige Ansatz. Aber wir sehen in so vielen Bereichen, wie eben diese Problematiken zusammengedacht werden müssen. Wir sehen es natürlich auch, wenn ich mir anschaue, im Koalitionsvertrag auf Seite 126 ist die Rede von Urban Diplomacy. Professor Dr. Kaiser und andere in diesem Call wissen, dass das eine große Forschungsinitiative meinerseits auch an der Kennedy School war. Und da würde man sagen, was haben Regionalfragen in einem solchen breit gefächerten Koalitionsvertrag in dieser Kleinheit zu tun? Aber denken Sie an Duisburg. Duisburg ist der Kopfbahnhof der chinesischen Belt and Road Initiative. Und wenn ein chinesisches Außenministerium oder eben redestarke chinesische Politiker sich der Kommunalpolitik annehmen und es nicht verknüpft wird mit den geopolitischen Ambitionen einer Bundesregierung oder da eine Bruchstelle entsteht, dann kann es eben doch durchaus gefährlich werden für Deutschland. Und diese Dinge zu verknüpfen, ich glaube, davon zeugt der Koalitionsvertrag, dass es zumindest in dem Sinne verstanden wurde, dass neue Bereiche da zusammengeführt werden müssen, damit eine Klarheit herrscht darüber, wie sich die Bundesrepublik Deutschland in diesem Großmächtegefälle, aber eben auch angesichts dieser erhöhten Potenziale für transnationale Probleme positionieren kann oder zumindest so austauschen kann, im besten Fall, dass sie diese Probleme vorzeitig sieht, eine Bevölkerung darauf vorbereiten kann und die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Bewegen wir uns vielleicht mal ein bisschen das Feld der Technologie. Welche wesentlichen technologischen Entwicklung sehen Sie, die gerade die Diplomatie verändern? Gibt es da so disruptive technologies, die gerade unseren Bereich besonders betreffen und wie reagieren da die Akteure drauf? Absolut. Also ich glaube, das allergrößte Beispiel ist natürlich die künstliche Intelligenz. Das wird ganz interessante Auswirkungen haben. Das sehen wir schon zum Beispiel im kanadischen Außenministerium und anderswo. Sie denken daran, was es bedarf, ein gut gebriefter Handelsdiplomat zu werden, Wirtschaftsdiplomat. Denken wir mal an die TTIP-Verhandlungen. Das sind in der Regel dann Menschen, die extrem viel diplomatische Erfahrung aufs Parkett bringen, eine große Komplexität verstehen müssen, wenn es natürlich um Zollpolitik geht, wenn es um Einfuhrbedingungen geht. Es muss auch wirklich eine Industrieperspektive an den Tag gelegt werden. Das zum Beispiel, was da Lebenserfahrung ausmacht, da sitzen keine jungen Menschen an solchen Verhandlungstischen. Ich sehe, Carsten Vogt lächelt. Das sind Menschen mit viel Erfahrung. KI kann es schaffen, viele der Details so zusammenzuziehen, dass wenn sie richtig ausgewertet sind, quasi anderen Akteuren in einem Außenministerium quasi schon einen nötigen Karrieresprung verhelfen. Ich will sagen, das verändert zum Beispiel das System der Meritokratie und des Informationsaustausches in einem Außenministerium. Und das wird, glaube ich, strukturell für das ein oder andere Ministerium noch schwierig. Also welche Expertise wird wo belohnt und gebraucht? KI ganz generell kann natürlich den diplomatischen Prozess sehr unterstützen. Wir denken auch zum Beispiel an die Frage, Visumsentscheidung. Das muss auch jedes Konsulat leisten können. Wenn man da mehr Daten zusammenträgt über die Biografien der einzelnen Menschen, die in ein anderes Land wollen, um zu bemessen, ob es da ein Visum geben kann oder nicht, dann kann da zum Beispiel Big Data, viele Daten anders aggregiert und anders ausgewertet, extrem helfen. Genauso in der Einschätzung natürlich von Gefahrensituationen. Aber dafür muss es Menschen in Ministerien geben, die mit solchen Daten umgehen können, Systeme, die solche Daten hereinbringen können und natürlich eine Möglichkeit, diese Daten proprietär für sich zu behalten. Und das sind all diese ganz großen Fragen, die beim technologischen Umbau, da wo wir jetzt sind, in dieser Datenrevolution, nicht nur der digitalen, sondern der Datenrevolution, die da mitschwingen. Macht KI aus Ihrer Sicht Diplomatie mehr zu einem Zero-Sum-Game, weil Sie natürlich heute die Folgen
vermeintlich besser abschätzen können. Ich sehe es im Bereich der Sanktionen, wo Sie ja Smart Sanctions haben, wenn Sie früher mit ganz breitem Ansatz reingegangen sind, damit natürlich auch eine hohe Belastung für die eigene Wirtschaft in Kauf genommen haben, werden heute Sanktionen so zugeschnitten, dass sie idealerweise die eigene Wirtschaft so gut wie gar nicht betreffen, aber den Sanktionsgegner eben maximal schädigen. Das ist ja so ein Trend, wo man sieht, dass die Neigung, solche Mittel einzusetzen, Sie haben vorhin von hybrider Kriegsführung gesprochen, wesentlich größer ist in dem Maße, wie man die Schädigungswirkung besser abschätzen kann. Das jetzt auf Diplomatie übertragen, werden natürlich die Akteure auch immer kenntnisreicher, welche Entscheidung, die man ja sonst unter einer gewissen Unsicherheit getroffen hat, welche Auswirkungen genau für die eigene Volkswirtschaft oder für das eigene Land haben, was natürlich im Zweifel auch die Einigung schwieriger macht. Das stimmt. Ich glaube, Sie setzen voraus, und das ist sehr löblich, weil da ein sehr optimistischer Ton mitschwingt, Herr Schwarz, dass diese Technologie auch gleichwertig ausgenutzt werden kann und wirklich in diesem strategischen Prozess genutzt werden kann und quasi die Schlagzahl innerhalb eines Ministeriums erhöhen kann. Leider ist es aber so, und das ist nicht nur ein Problem des deutschen Außenministeriums, das haben die Amerikaner genauso, wenngleich die Biden-Administration jetzt sehr nachgebessert hat mit evidenzbasierter Außenpolitikführung und einem ganz großen Zentrum zu Datennutzung und Datenauswertung. Das setzt nämlich voraus, dass wir A, diese Daten wirklich einbringen können und dann in dieser entsprechenden Schnelligkeit analysieren können und das dann wiederum einfließen lassen können in zum Beispiel die Entscheidungen, wie genau ein Smart Sanctions Paket aussieht, beziehungsweise wie es dann zusammengezogen wird, also gegenüber den entsprechenden schlechten Akteuren in der Welt. Das würde man sich genauso wünschen, wie Sie es beschrieben haben. In Demokratien sind natürlich Bürokratien eigentlich dafür konstruiert, erstmal alles langsamer zu machen. Das hat seine Vorteile. Es soll nämlich dann demokratischer werden und kleinteiliger. Dass mehr Leute drauf gucken, dass dann auch quasi bessere Entscheidungen entstehen. Also da laufen quasi zwei Teile so ein bisschen diametral gegeneinander gesetzt. Und deswegen haben wir versucht, innerhalb unserer Arbeit bei Harvard immer zu sagen, wie kann man das hinbekommen? Wie kann man zum Beispiel auch in der Personalstruktur es so aufstellen, dass man sich diese Expertise reinholen kann, damit man mit verschiedenen Sektoren arbeiten kann, um zu sagen, um diese Analyseleistung hinzubekommen, und zwar in der Schnelligkeit, wie sie offensichtlich gebraucht wird, wie Sie sie beschrieben haben. Also das wäre, was Sie beschrieben haben, wäre Best-Case-Scenario. Da sind wir in westlichen Außenministerien noch nicht ganz angelangt. Man macht noch einen Dreher drauf. Es wäre schön, wenn zum Beispiel die europäische Ebene genau so etwas leisten könnte. Also dass quasi die nationale Ebene in der Didaktik bestimmte Dinge klarzieht und dass dann quasi da die Europäische Union, also der Europäische Auswärtige Dienst, sich quasi da als Node, als Nodalstruktur positioniert, um da noch mehr die Analyse leisten zu können, auch das Vergleichende. Das wäre mein Traum für den Europäischen Auswärtigen Dienst. Leider sind wir da auch noch nicht so ganz so weit. Also die Problemfelder sind erkannt, bei der Umsetzung hapert es. Sie haben ein spannendes Stichwort gegeben, nämlich die Trägheit, die gewünschte Trägheit eines demokratischen Systems, die natürlich eine Entscheidung dann auf breitere Schultern verteilt, Verantwortung verteilt, auf mehr Buy-in der entsprechenden Bürger sicherstellt. Das bringt mich zu der Frage Demokratiegipfel. Diese Demokratie sieht sich ja einer erheblichen Herausforderung der schnellen autokratischen Entscheidungssysteme, die natürlich eine gewisse Effizienz haben, zumindest mal kurzfristig gesehen eine gewisse Effizienz haben, ausgesetzt. Was soll ein solcher Demokratiegipfel leisten? Wo sehen Sie da Chancen? Wo sind Risiken dadurch, dass man sich jetzt noch stärker abgrenzt? Ja, vielleicht können Sie uns da Ihre Sicht kurz mal geben. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich mache noch einmal einen Schlenker zur Technologie, weil Sie das genau schon angesprochen haben. Die Chinesen, die natürlich im geschlossenen System mit der Datenforstung, die sie sich durch ihre Surveillance-Architektur auch über den afrikanischen Kontinent und in Lateinamerika inzwischen verstreut haben,
die arbeiten natürlich noch schneller an dem Ausbau ihres KI-Systems. Sie haben ja auch eine bestimmte Zeit- und Zielsetzung für 2050, dass sie da führend werden wollen in diesen Industrien. Und sie können das eben genau in einem geschlossenen System, wo keiner draufschaut, im Zweifel schneller leisten, während wir uns genau und gerade die Europäische Union und Margrethe Vestager ganz allen voran mit dem Digital Markets Act, dem Digital Service Act genau draufschaut und den verschiedenen regulatorischen Obligationen, die sich die Europäische Kommission jetzt gestellt hat. Wie kriegt man diese Verbindung hin zwischen demokratischer Kontrolle von Technologie und einem Selbstverständnis von Privatwesen, was den europäischen Werten entspricht. Also das zeigt schon ganz gut auf, wie schwierig es gerade in dem Bereich ist. Dieser Demokratiegipfel ist natürlich hoch umstritten. Es ist ein Gipfel, den Herr Biden angekündigt hat, schon ganz von Anfang, zum Teil natürlich, um die Symbolwirkung zu unterstreichen, um zu sagen, Demokratien auf der ganzen Welt, aber natürlich auch die älteste Demokratie der Welt, nämlich die der USA, ist weiterhin in der Krise, in der Sinnkrise. Und alle politischen Bereiche, und das sehen wir, wie sich das durch die verschiedenen Strategien der Amerikaner gerade zieht, müssen verbunden werden mit der Erzeugung vom Mehrwert und Selbstverständnis dessen, was eine innovative, leistungsfähige, integrative, denken wir gerade mal an die Demografie der Vereinigten Staaten, leisten muss. Und das ist insofern erstens mal ein großer symbolischer Akt zu sagen, wir denken jetzt nicht nur durch die Linse des Westens, sondern im Sinne der erweiterten Demokratien auch global. Daher, wir haben diese Teilnehmerliste gesehen und haben wirklich gesehen, einerseits erstreckt es sich über die ganze Welt, andererseits sind natürlich dann relativ kontroverse Entscheidungen getroffen worden, was die Teilnehmerliste angeht. Sie haben es schon angekündigt in Ihrer Frage, also die Tatsache, dass Taiwan dabei sein soll, wo doch gerade das ein Land, zwei Systeme, also der Respekt vor dieser Linie in dem Austausch zwischen Herrn Biden und Xi Jinping zur Sprache kam. Also da sind durchaus schwierige Fragen dabei, aber ich glaube, was hauptsächlich auf dem Tisch stehen soll oder liegen soll, wäre, oder was dort besprochen werden soll vielmehr, ist genau das. Wie bekommt man ein besseres Verständnis dafür, was Demokratien im 21. Jahrhundert, in der dritten Dekade leisten können müssen, im Sinne der Sicherheit, des wirtschaftlichen Fortschritts, aber auch eben der Resilienz, der Beteiligung, der wertegestützten Beteiligung aller, also wir sagen für freie, gleiche und geheime Wahlsysteme und was das macht mit einer pluralistischen Gesellschaft. Und das soll da nochmal betont werden. Frage nach der Einladungsliste. Da könnten wir jetzt ja eine Weile lang diskutieren, wie man demokratische Systeme misst. Aber dass das natürlich der große Wettlauf ist. Welches System kann innovativer, besser das leisten, was Menschen als Grundbedürfnisse haben, à la Herrn Maslow, Sicherheit und wirtschaftliches Vorankommen, ne? Und dann Integrität als Mensch im Sinne der Meinungsfreiheit. Also was schält sich da heraus? Das ist erstmal das Signal, was von einem solch einem Treffen ausgehen soll. Ja, und immer wo Menschen zusammen sind, ist es relevant, wie diese Menschen sind. Das bringt uns, glaube ich, in schöner Art und Weise zu der Frage, was sind denn so die außenpolitischen Akteure, die Sie sehen? Da gibt es ja auch einen Zeitenwandel. Wir haben jetzt eine neue Außenministerin, Frau Annalena Baerbock, vielleicht können Sie uns da einfach mal so ein bisschen Ihre Einschätzung sagen. Was wird vielleicht anders? Was sind die Ideen, die neu dazukommen? Und ist das eine Trendwende? Ich sage mal, die Tradition beginnt ja vielleicht bei Madeleine Albright, der großen Außenministerin der USA. Vielleicht wollen Sie da mal Ihre Einschätzung mit uns teilen. Also ich habe den Koalitionsvertrag im ersten Moment, also ist ein Koalitionsvertrag ist keine Strategie, die soll es ja auch geben mit der nationalen Sicherheitsstrategie, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber es ist zumindest ein Ideenpapier und ein Ideengeber. Und da haben sich viele Dinge wiedergefunden, die, glaube ich, sehr kontemporär wiedergeben oder sehr zeitgemäß wiedergeben, wo wir jetzt sind. Wir haben gemerkt, dass, nehmen wir mal Beispiel Afghanistan,
dass wenn man nicht schaut, welche Konfliktpotenziale sich erstrecken auf verschiedene Bevölkerungsgruppen, wenn ein Konflikt dann zumindest auf dem Papier enden soll. Also ich denke da spezifisch natürlich an Afghanistans Frauen, an Afghanistans Kinder, an Themen wie Bildung und Entwicklungspolitik. Also dass da keine wirkliche Exit-Strategie mitgedacht wurde, es wird auch mehrfach im Koalitionsvertrag erwähnt, Konflikte nur dann eingehen, wenn es eine Exit-Strategie gibt. Da kommt dann rein, und das sprachen Sie quasi schon an, der Gedanke eben dieser feministischen Außenpolitik. Es ist ein alter Gedanke aus meinem eigenen Studium noch. Das war eine politologische Idee, die in den 90er Jahren gerade großen Aufwind bekam, aber die jetzt natürlich in den außenpolitischen Strategien Frankreichs, Spaniens, Schwedens, Kanadas Resonanz findet. Und zwar nicht qua einfach nur in Anführungszeichen der Beteiligung von Frauen in großen außenpolitischen Entscheidungen, das sollte im 21. Jahrhundert ja sowieso gang und gäbe sein, sondern mehr im Sinne der Nachhaltigkeit der Entscheidungen, wenn man Konflikte bewertet beziehungsweise überlegt, mit welchen Instrumenten könnte man an eine Konfliktprävention und Konfliktlösung gehen. Und da ist natürlich die Theorie, die dahinter steht, zu sagen, man braucht viele verschiedene Perspektiven und man muss nachhaltiger denken können, zu schauen, welche Effekte könnten im Sinne von verschiedenen Hebeln könnte es haben, wenn man mit verschiedenen Mitteln sich einem Konflikt nähert. Und wie gesagt, ich glaube, wir alle machen uns vermutlich im persönlichen Gedanken über die Frauen Afghanistans und über den Verlust des modernen Gesichtes dieses Landes. Das sind eben solche Entwicklungen, die quasi eine konsequente Einbeziehung von anderen Ideen in der außenpolitischen Planung, solche Fehlentscheidungen oder solche Sprungentscheidungen, wie es denn dann waren, vermeiden sollen. Also das ist da zumindest der Ansatz der feministischen Außenpolitik. Aber es sind mehrere andere Elemente in diesem Koalitionsvertrag, die, glaube ich, sich sehr gut verbinden lassen. Also es wird darum gehen, dass diese Koalition ihre innenpolitischen Prioritäten gerade im Sinne der Digitalisierung verwirklicht, sodass eben auch digitale Diplomatie der Bundesrepublik glaubhaft wird und funktional. Es wird eben auch in den innenpolitischen Bereichen darum gehen, in der Bildungspolitik, in verschiedenen anderen Politikbereichen, das wird greifen in Politikbereiche wie zum Beispiel die Entwicklungspolitik. Also können wir das glaubhaft in der Welt leisten, wenn wir es nicht zu Hause leisten? Ne? Das sind so die Fragestellungen. Das heißt, diese Vermischung oder Vermengung zwischen Innen- und Außenpolitik, die wird eben doch sehr deutlich, weil sich hier eben auch dieser der Staat verliert natürlich die Kommunikationshoheit, allenthalben werden bestimmte Prozesse in Frage gestellt. Da muss gegengesteuert werden, indem Innen- und Außenpolitik wirklich ineinander greifen. Und das zumindest sehe ich als progressive Elemente in diesem Koalitionsvertrag, wenn sich das verknüpfen lässt, wirklich, und auch gießen lässt in quasi die nationale Sicherheitsstrategie, die dann dazu führen wird, dass diese Bundesregierung das erste Mal Interessen der Bundesrepublik Deutschland in der Welt formulieren muss. Ja? Groß I, die Dinge, die wir uns historisch nicht getraut haben. Und das dann quasi einem Parlament an die Hand gibt, was dort eine Bundesregierung zur Rechenschaft ziehen kann, aber eben auch eine Bevölkerung Fragen stellen lässt über die Richtung der deutschen Außenpolitik. Das wäre doch dann ein viel, meiner Meinung nach, reiferer Umgang mit großen Entscheidungen, die Bundesrepublik jetzt treffen muss, beziehungsweise große Fragen, die auf sie zukommen werden und für die sie die Unterstützung des Landes brauchen wird. Also wo es eben nicht nur schnell im Kanzleramt gemacht werden kann. Also durch Beispiel führen und Dinge zu Ende denken sind, glaube ich, immer gute Empfehlungen. Wie sehen Sie Frau Baerbock jetzt, wenn wir mal über die Akteure sprechen, dann in dieser Rolle als Außenministerin? Wie wird sie das ausgestalten aus Ihrer Einschätzung heraus? Also ich glaube, Frau Baerbock trifft, wie viele Außenminister in der westlichen Welt, auf eine Situation, in der große Exekutiventscheidungen auch in der Außenpolitik meistens aus einem Kanzleramt, aus einem Weißen Haus, aus einem Élysée-Palast gemacht werden.
und eben nicht mehr am Quai d'Orsay, am Werdischen Markt oder in Foggy Bottom. Und das ist einfach zurzeit eine Realität. Das heißt, es wird, also ich könnte mir am Reißbrett eine Version vorstellen, wo ein Bundeskanzler Olaf Scholz sich die Großmachtfragen, das ist jetzt etwas plakativ, die Großmachtfragen unter den Nagel zieht, beziehungsweise da viel eingesteuert wird mit einem Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt. Also will sagen, die großen schwierigen Fragen Russland, China, Türkei, NATO, neues strategisches Konzept bis Mai 2030, also die wirklich schwierigen Fragen. Und dass Frau Baerbock sich eher dann natürlich um die anderen Themen, die in der Wichtigkeit nichts entbehren, also Ausgestaltung jetzt zum Beispiel des weltweiten COVAX- und Pandemienbekämpfungsressorts, extrem wichtig. Klimaaußenpolitik, extrem wichtig. Also diese lange, lange handgedachten Themen, dass die dann eher, die auch große Komplexität bergen, dass das dann eher Bereiche sind, die ein Außenministerium führt. Ich würde mir wünschen, dass das eine explizitere Arbeitsteilung wäre. Das ist in ganz, ganz selten der Fall. Natürlich ist das Außenministerium qua Institution für den gesamtdiplomatischen Aufbau und natürlich auch zieht ja von den Diplomaten vor Ort in Moskau, in Washington, in Peking die nötigen Informationen, die es braucht, um dann außenpolitische Entscheidungen zu treffen. Das ist eine ganz wichtige analytische Kernfunktion eines Außenministeriums. Aber diese Trennungen werden nicht explizit gemacht, aber sie werden natürlich in der großen Politik gelebt. Also Frau Baerbock wird sich in diesem Spannungsfeld bewegen, in dem sich alle deutschen Außenminister, zumindest der letzten 25 Jahre, grob bewegt haben. Aber die eben auch, das ist Teil des globalen Trends, dass eine Exekutive und ein Außenministerium sich gerade in diesen großen Entscheidungsfragen versuchen, die Arbeit zu teilen, in Anführungszeichen. Es geht nicht immer ganz gut. Die Amerikaner haben natürlich noch den Nationalen Sicherheitsrat, der so groß war unter Obama wie nie in der Vorgängerzeit, über 400 Leute, also wo dieses Konkurrenzdenken, welche Institution macht denn nun wirklich die Außenpolitik, noch expliziter war. Das haben wir nicht. Also insofern, es wird darauf ankommen, wie sehr sie dann das Haus quasi einstellen kann auf diese beiden Herausforderungen. Einerseits die großen globalen Themen, Großmächte ringen und die ganz großen transnationalen Probleme, ob ihr das gelingt, sich da was zurückzuholen vom Kanzleramt. Wenn Sie ihr drei Empfehlungen geben dürften, vielleicht fragt sie sie auch, was wären denn das? Wie muss sie sich positionieren? Sie hat ja, wie gesagt, die Herausforderungen sind groß. Dieses Spiel zwischen Kanzleramt und Außenministerium ist ja immer eine Herausforderung für den Außenminister in der neuen Zeit. Wo würden Sie denn die Schwerpunkte setzen? Was wären so Ihre ersten Schritte, die Sie empfehlen würden? Also ich glaube, die analytische Kapazität, wenn es darum geht, wie schätzt man eben das ein, was wir in der ersten Frage hatten, nämlich diese Simultanbedrohungen, wie macht man deren Abwägung? Dafür ist das Außenministerium gebaut. Diese analytische Kapazität, die existiert in der Tiefe nur im Außenministerium. Und das ist in dem Sinne auch ihr entsprechender Vorteil gegenüber. Wir haben natürlich keinen so ausgebauten nationalen Sicherheitsapparat im Kanzleramt. Das wäre so ein Punkt, wo man sagen könnte, wenn es um die ganzen Fragen, hybride Bedrohung, Einsatz Cyber, dann die ganze Thematik auch auf der NATO-Ebene jetzt hin zu der Ausgestaltung des neuen strategischen Konzepts für die NATO geht, dass sie da sagt oder dass das Außenministerium sagt, das ist unsere Domäne, da sind wir sprachbereit und das können wir auch im Sinne der multilateralen Organisationen nach vorne spielen. Das wäre wichtig. Umgekehrt werden Dinge wichtiger, von denen wir es vielleicht vor einigen Jahren nicht geglaubt hätten, aber gerade in diesem ganzen technologischen Bereich Standard, und das ist eben viel in diesem Vertrag, auch Standard und Normensetzung. Das klingt spröde und langweilig, ist aber wirklich wichtig, denn während der Westen weggeschaut hat, haben sich Russland gerade in großen Telekommunikationsverbänden, also die wirklich für die Technologie verantwortlich sind, da die Vorherrschaft unter den Nagel gezogen. Also es gibt einflussreiche Teile, gerade in der Technologiepolitik,
wo ein Außenministerium, das kann ein Kanzleramt gar nicht leisten. Aber das wird so wichtig werden für die Bundesrepublik und für Europa, dass eine gute Positionierung da in Verknüpfung mit anderen Ministerien eine Frau Baerbock sehr gut aussehen lassen könnte und das Außenministerium ebenso. Und drittens Klima, 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 Klima. Da das Verständnis zu haben dafür, dass eben klimapolitische Entscheidungen nicht nur ja, mit der Hebelumlegung quasi zu tun haben zu anderen und erneuerbaren Energien, sondern dass es da im Sinne von den CO2-Border-Adjustment-Mechanismen, also ne, wer trägt Verantwortung für welchen CO2-Ausstoß, aber eben auch, wie sehr das geopolitisch die Welt verändern wird. Ne? Weg von den großen, also weg von der Macht, oder es wird ein Machtgefälle oder ein Machtabfall geben für die großen Fossilindustrie positionierenden Länder, Russland, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Welche Auswirkungen hat das dann, wenn diese Mächte sich aufbäumen? Umgekehrt werden wir andere Ressourcen mehr brauchen, verschiedene Metalle, verschiedene Materialien, die dann Batteriebau befördern. All diese Dinge, das muss ein Außenministerium inzwischen genau auf der, ja, in der Sichtweise haben. Und das wird sehr schwer ins Gewicht fallen, auch für den Weitergang der Positionierung auch der deutschen Industrie in der Welt. Und wenn sie diese Möglichkeiten erkennt, klingt alles ein bisschen technisch, klingt alles vielleicht ein bisschen spröde, aber wird große Auswirkungen haben darauf, wie sie sich positionieren kann, wie das Amt sich positionieren kann, aber wirklich auch dann, wie die deutsche Politik und die deutsche Industrie in der Welt dasteht, angesichts der verschiedenen Konflikte. Stichwort Positionierung, Stichwort technisch, Stichwort nicht spröde. Wie positionieren wir die DGAP in diesem Hintergrund neuer Diplomatie, neue Herausforderungen? Was sind Ihre Visionen als Direktorin der DGAP? Wie können wir Sie als Mitglieder stärker unterstützen bei diesen Zielen? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also kurz natürlich bestens, die DGAP ist bestens positioniert, sich diesen verschiedenen verzahnten Herausforderungen anzunehmen. Sie alle wissen, dass wir noch unter Daniela Schwarzers Führung uns aufgestellt haben unter 6 Themenbereichen, die genau das ansprechen, was Sie, Herr Schwarz, schon aufgezählt haben. Wir haben ein Technologie- und Außenpolitikprogramm. Wir haben seit Anfang September ein ganzes Zentrum zu Klima- und Außenpolitik. Wir haben mit Stefan Meister ein Programm, das sich ganz spezifisch der internationalen Ordnung und der Demokratie widmet. Zum Beispiel auch dem ganzen Thema Smart Sanctions. Wie können eigentlich Sanktionen der Zukunft aussehen, Sicherheits- und Verteidigungspolitik natürlich auch, aber das ist die Erkenntnis, dass diese Bereiche alle nicht mehr allein für sich gedacht werden. Das heißt, meine große Aufgabe innerhalb der DGAP ist natürlich, Anreize zu schaffen für unsere verschiedenen Forscher, genau sich in diese Zwischenthemen reinzulehnen, denn das sind die Themen, die kommen, die eine Bundespolitik, die sich am täglichen auch abarbeiten muss, vielleicht noch nicht voll sehen kann. Denn unser Ziel als gerade die DGAP mit dem Deutsch im Titel muss es doch sein, für eine Bundespolitik solche Probleme vorauszudenken. Und da sind wir dann bei der Rolle der Mitglieder und der Regionalforen und der Anspruch an Sie, das mit uns zu denken, das in lokale Diskussionen auch mit reinzutragen, da aufzuzeigen, wo das wirklich dann auch lokale Resonanz findet, beziehungsweise wo sich das quasi bei Ihnen vor Ort auswirkt. Wir haben über Duisburg schon gesprochen, wir haben über verschiedene Situationen gesprochen, wo eben das Internationale oder die Verbindung von Wirtschafts- und Industriepolitik zu Außenpolitik und aber eben auch zu lokalen Themen immer eine größere Rolle spielt. Wir werden den Klimawandel nicht lösen können, wenn wir ihn nicht vor Ort angehen, wenn wir nicht in unseren Städten angehen, wenn unsere Städte da nicht zum Beispiel einen erhöhten Datenaustausch haben, wie es denn geht in einer Stadt. Also auch da gibt es wirklich Möglichkeiten und wir haben mit der Ruhr-Initiative da schon angefangen und wollen es weiter ausdehnen, zu gucken. Einerseits werden wir ein Projekt haben, zu gucken, wie kann man durch nachhaltige Investitionen in sich verändernde Industrieräume in Deutschland
Regionalforum Sachsen, Regionalforum NRW zusammenbringen? Wie kann man dort Populismus verhindern? Wie kann man wirklich wirtschaftlichen Umbau so generieren, dass dann Regionen gestärkt davon und resilienter gegenüber internationalen Fragen herausgehen? Und umgekehrt, wie können wir dann mit Ihnen den Dialog weiterführen, damit auch für eine deutsche Bevölkerung noch klarer ist, wie man in der Zukunft mit diesen Herausforderungen umgehen kann und muss und auch, was das bedeuten wird für uns alle als Steuerzahler, für uns alle als Träger einer gesellschaftlichen, auch normativen Verantwortung. Da ist der Dialog mit Ihnen, mit den Regionalforen, mit den Mitgliedern ganz wichtig. Das schärft unsere Analyse, das schärft unsere Kommunikationsfähigkeit und das schärft unser Verständnis für den Dialog im Land. Fangen wir doch mit dem Dialog am besten gleich mal hier an und erlauben unseren Mitgliedern, die vielleicht Fragen haben, auch mal ein paar Fragen zu stellen. Ich sehe zwar schon ein paar im Chat, aber wenn jemand eine Live-Frage hat, mit Bitte um keine Co-Referate, dann würde ich mich sehr freuen. Ich sehe, Karl Kaiser hebt die Hand. Lieber Professor Kaiser. Aber auf Unmute, genau, wichtig. Jawohl. Guten Morgen aus New Hampshire. Natürlich hat man auf dieser Seite des Atlantik mit großem Interesse auf die neue Koalition geschaut. Da gibt es ein Thema, wo unmittelbar operative Entscheidungen anstehen und das sehr schwierig ist. Augenblicklich werden mehr als 40 Ernennungen von Botschaftern blockiert, ja, wegen Nord Stream 2. Augenblicklich hat die Republikanische Partei noch eine weitere Blockade hinzugefügt, indem nämlich im Verteidigungshaushalt ein Passus eingefügt werden soll, wonach dem Präsidenten die Möglichkeit genommen wird, Ausnahmen zu machen von den Sanktionsregeln. Und das ist die Vereinbarung, die zwischen Kanzlerin Merkel und Joe Biden getroffen worden war. Das war ja eine Lösung des Problems. Ja. Meine Frage ist, wie soll dies jetzt weiter gehandhabt werden? Nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass es ja wohl im deutschen und europäischen Interesse ist, Biden zu helfen. Ja, absolut. Andernfalls könnte ein Albtraum Wirklichkeit werden, dass 22 die republikanische Mehrheit dann die bidenische Politik, auch die Europapolitik und Allianzpolitik dann wieder zerstört. Das ist alles möglich. Ja. Also lieber Karl, ich kann dir da erstens nur recht geben. Ich danke dir nochmal, dass du diese Perspektive in dieses Gespräch reingetragen hast. Denn ich glaube, ganz generell wird das zu wenig gesehen und zu wenig verstanden, mit welcher zerstörerischer Gewalt quasi diese republikanische Partei, die sich über die letzten paar Jahre wirklich entkernt hat. Und ich glaube, zu unserer aller Bedauern, in eine Trump'sche Partei gewandelt hat, also wo quasi die traditionellen Elemente auch einer republikanischen Sichtweise von Außenpolitik sich gewandelt hat. Wir sehen, um das noch kurz auszuweiten, was Herr Dr. Kaiser gesagt hat, das sind die normalen Verdächtigen vielleicht unter Ted Cruz, Josh Hawley und den sperrigen Republikanern, die diese Botschafterernennungen zurückhalten, so auch für meinen früheren und langjährigen Chef Nicholas Burns, dessen Stimme in Peking zum Beispiel ganz besonders gebraucht würde, zum Beispiel im Nachgang nach einem solchen Gespräch zwischen Biden und Xi Jinping. Die Tatsache, dass die Amerikaner da keinen Gesprächspartner haben, der dann on the ground diese Dinge weiterführen kann, ist, glaube ich, für alle gefährlich, inklusive für Europa. Um auf die Frage einzugehen, Karl, ich glaube, also erstes mal diese Botschaft, und ich glaube, auch dafür ist die DGAP nötig, was auf Amerika, aber dementsprechend auch auf die Welt zukommen könnte, 2022, 2024. Das ist die eine Sache, also sich darauf wirklich vorzubereiten. Wir haben uns auf einen Trump'schen Sieg 2016 nicht vorbereitet und waren daher jahrelang in einer Schockstarre. Das kann nicht wieder passieren.
Und dann umgekehrt, glaube ich, müssen wir, was die Tatsache, also was speziell Nord Stream 2 angeht, das ist natürlich jetzt einfach innenpolitisch eine schwierige Situation. Wir wissen ganz klar, Nord Stream 2 prinzipiell für den Energieverbrauch Deutschlands nicht wirklich gebraucht. Ich glaube, das haben wir inzwischen, ich sehe schon einige Kollegen, die wackeln mit dem Kopf. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das eigentlich wirklich doch ein politisches Projekt und kein wirtschaftliches Projekt war. Und in diesem Zusammenhang wird es schwierig werden für die Grünen und die SPD, das auszuhandeln. Und dennoch muss eine Bundespolitik dann eben auch gegenüber Washington und gegenüber den gegensteuernden Elementen zu diesem republikanischen Druck sprachfähig sein. Das heißt, das, was es an Sprachangeboten gibt, muss dringend weiter aufgenommen werden. Das heißt, es ist im absolut europäischen und deutschen Interesse, die Bidensche Politik da zu isolieren. Denn das, was gerettet werden, das gilt es im besten Fall zu beschützen. Das wird aber schwierig werden. Und da muss an den demokratischen Elementen gegengesteuert werden, beziehungsweise aber auch das Gespräch gesucht werden mit den sperrigen Senatoren. Denn da immer nur die Javelins reinzuwerfen, das wird für die transatlantischen Beziehungen längerfristig sehr, sehr schwierig werden. Die Energiepolitik hat, glaube ich, Frau Werner zu einer Frage veranlasst. Frau Werner, darf ich Sie um Ihr Wort bitten? Ja, schönen guten Tag. Ich bin energiepolitische Referentin der SPD-Bundestagsfraktion und erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte auf einen anderen Punkt als Nord Stream 2 eingehen. Bei Nord Stream 2 war eben nur meine erste Reaktion der Intervention der USA in einen schon längst geschlossenen Prozess. Darüber finde ich, lohnt es sich wirklich zu sprechen und nicht brauchen wir es energiepolitisch wirklich oder nicht, sondern gut. Aber ich wollte jetzt auf einen anderen energiepolitischen Aspekt eingehen und Sie um eine Einschätzung bitten. Und zwar wie ich hier schon bald das Gefühl habe, der Wasserstoff oder ja, die große Wasserstoffnachfrage, die wir haben werden bei den ambitionierten Klimaschutzzielen, die wir haben. Wir sind uns alle einig, es soll grüner Wasserstoff sein, wenn auch nicht vollkommen grün am Anfang, aber dennoch perspektivisch. Und wir sind uns auch, meine ich, alle einig, wir werden ihn nicht ausschließlich im Inland herstellen können. Also 2H Global heißt es, man baut also jetzt schon an einem Projekt zusammen mit privaten Unternehmen, um eben entsprechend Wasserstoff zu importieren. Das heißt also zum Beispiel Ethanol und Methanol zu importieren. Wenn ich das so höre, habe ich dann sofort gefragt, und die Umweltaspekte und die sozialen Aspekte in den Ländern, aus denen wir denn importieren? Und da wurde gesagt, ja, es wird über eine Ausschreibung stattfinden und in den Ausschreibungen, da werden wir diese Kriterien, Bedingungen festlegen. Meine Frage jetzt, ähnliche Situationen hatten wir doch auch schon in der Vergangenheit. Waren wir da wirklich erfolgreich? Haben wir überhaupt auch administrativ die Instrumente, dieses wirklich in unserem Sinne nachzuprüfen, dass nicht quasi in den Exportländern Dinge passieren, die eigentlich auch jetzt schon heute beim Import von Rohstoffen passieren, wo wir aber nur sehr bedingt bislang in der Lage waren, dort in unserem Sinne zu intervenieren, denn gerade auch bei Wasserstoff wird es auch ein Konflikt mit den eigenen Interessen sein. So, Dankeschön. Da haben Sie viel auf den Tisch gelegt, Frau Werner. Würden die Parteien dieser Regierung sagen, natürlich berücksichtigen wir das und natürlich preisen wir auch gerade den Zeitvorlauf, denn Sie haben da eben nochmal was ganz Wichtiges angesprochen. Eine administrative Rückkontrolle setzt Folgendes voraus. Erstens mal die analytische Kapazität on the ground. Und da sind wir wieder beim Thema Future of Diplomacy. Was können unsere Diplomaten eigentlich vor Ort leisten?
sehen, analytisch erforschen, nachforschen, auch im Sinne der glaubhaften Informationsaustausches. Also es geht ja nicht nur darum, die Akten einer produzierenden Regierung quasi zu übernehmen und direkt nach Berlin zu spielen und dann kurz Kopf zu nicken und zu sagen, das wird schon gehen, sondern wirklich dem das auch nachprüfen zu können. Das unterstreicht nochmal, dass wir, und das steht implizit auch im Koalitionsvertrag, wir werden sehen, wie wir es hinbekommen, noch mehr Fachexpertise ihrer Art, Fachexpertise in gerade auch ein Außenministerium holen müssen oder beziehungsweise ein Außenministerium sich so als Expertisennode, als Knotenpunkt darstellen muss, um aus anderen Fachministerien das zusammenzuziehen, was solche analytische Leistung möglich macht, um dann die entsprechenden flankierenden außenpolitischen Entscheidungen zu treffen, ob quasi um zu prüfen im Sinne einer Hebeleffekte, ist Nachhaltigkeit gegeben, sind Umweltstandards eingehalten, was ist eigentlich mit der lokalen Bevölkerung? Das stellt sich eben nicht nur in dem Wasserstoffkontext, sondern eben auch, worauf ich vorhin schon eingegangen bin, gerade wenn es um bestimmte Metalle geht, auch im für den Batteriebau und Ausbau und Batterieleistungsfähigkeit. Ich denke da bestimmt auch an bestimmte Beziehungen zu afrikanischen Ländern gerade. Also ohne eine Expertise vorzugaukeln zum Thema Wasserstoff, die ich nicht habe, haben Sie, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt gemacht, ist, dass man wirklich da auch institutionell nachbessern können wird. Denn dagegen stehen die Faktoren Zeit. Man muss das unglaublich mit einer Schnelligkeit entscheiden, auf die unser bürokratisches System nicht wirklich vorbereitet ist. Und B, der Punkt Expertise und Analysekapazitäten. Und auch da werden wir ganz stark eine Veränderung brauchen müssen, wenn wir wirklich verstehen, dass das nicht über drei Ministerien laufen kann, sondern dass solche Einschätzungen im besten Fall an einer Stelle gemacht werden müssen. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag setzt so an, als ob es zumindest in der Wurzel verstanden würde. Aber es müsste einen extremen Drive auch geben, im Sinne des Bundeshaushalts da aufzustocken, Personal reinzuholen, die Rotationsfähigkeit eines solchen Personals, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium, Außenministerium zum Beispiel, herzustellen, damit auch da Schnelligkeit aufgenommen werden kann, um genau solche Fragen zu entscheiden. Denn wie gesagt, diese Umstellung gerade bis 2030 wird nicht gelingen, wenn wir nicht beides hinbekommen. Schnell, analytisch und expertengeleitete Entscheidungsfindung, gerade für solche komplexen Bereiche. Wir haben noch eine Frage im Chat, die ist wahrscheinlich schnell beantwortet oder auch nicht. Und zwar von einem geschätzten Mitglied aus dem Regionalforum München. Und zwar sagt er, Sie haben gesagt, Russland spielt mit dem Gashahn. Und das wird hinterfragt auf dem Hintergrund der Tatsache, dass Russland seine vertraglichen Lieferverpflichtungen ja erfüllt hat und für alle anderen Mengen Russland aus der Sicht unseres Mitglieds auch meistbietend am Weltmarkt verkaufen kann. Vielleicht wollen Sie da nochmal auf Ihre Aussage, Russland spielt am Gas, ein bisschen genauer eingehen. Letzteres ist natürlich richtig, das tut Russland natürlich und das ist ja wirklich auch im Sinne der noch Fähigkeit der russischen Macht ist ja eben genau das, nämlich in fossilen Energien den Markt noch so mitzubestimmen. Das stimmt. Aber wir haben ja doch gesehen in den letzten paar Wochen, dass Russland versucht, taktisch Entschleunigung bestimmter Gaslieferungen gerade und Öllieferungen, also bestimmte Prozesse zu verlangsamen, da quasi Druck erhöhen möchte, die dann quasi Nord Stream 2 das grüne Licht für die Aufnahme der Pipeline geben müssten. Also dort Druckmomente zu erzeugen. Und das meinte ich am, jetzt steht hier Internet on Stable, ich hoffe, Sie hören mich noch, am Gashahn zu drehen. Es geht nicht darum, werden Obligate vollständig geleistet oder vertragliche Verpflichtungen vollständig geleistet, sondern wie das gemacht wird und wie welche taktischen Eigenheiten ein Herr Putin da ausnutzen kann,
um zu versuchen, bestimmte Entscheidungsfindungen hier zu beeinflussen. Dankeschön. Wenn keine Fragen mehr sind aktuell, früher hieß es beim rosa-roten Panther immer, wer hat an der Uhr gedreht? Wir haben schon fast wieder die volle Stunde erreicht und ich möchte doch noch die Zeit nutzen, einmal Ihnen, Frau Klüber, ganz herzlich zu danken, dass Sie sich einmal heute zur Verfügung gestellt haben, aber insbesondere auch, dass Sie uns einen so breiten Überblick über die Future of Diplomacy gegeben haben und das gleich noch verknüpft haben mit dem Ausblick, wie Sie die DGRP im nächsten Jahr weiterführen wollen. Das ist für uns alle spannend und wir freuen uns da sehr auf die kommenden Monate. Ich möchte auch schließen mit einem Dank an Sie alle, nicht nur an die Mitglieder des Regionalforums Münchens für die aktive Zusammenarbeit. Wir haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf die Beine stellen können, aber auch an Sie alle Mitglieder, die Sie immer Gäste in dem Power Lunch sind und durch Ihre Fragen das Ganze beleben. Von meiner Seite wünsche ich Ihnen ein schönes eine schöne Adventszeit mit hoffentlich nicht allzu vielen Beschränkungen physischer und sonstiger Art, die sich ja andeuten. Und wir freuen uns, wenn wir Sie zumindest vom Regionalforum München im nächsten Jahr wieder gesund bei uns haben, hoffentlich auch dann physisch und nicht nur in virtueller Form. Damit möchte ich mich bedanken, Frau Klüber, herzlichen Dank an Sie und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Sehr, sehr gerne, Herr Schwarz, und vielen Dank für die rege Teilnahme. Und ich ganz persönlich freue mich, wenn wir hoffentlich in vielzähliger Runde uns um die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hoffentlich in Person wiedersehen. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund, bleiben Sie der DGAP gewogen. Sie finden bei mir immer ein sehr offenes Ohr und auch für persönlichen Austausch. Und ein herzliches Dank nochmal an unsere Event-Kollegen, allen voran Julia Löwe, dass sie auch diese digitale Diskussion möglich gemacht hat. Ein herzlichen Dank aus Berlin.